Einen wunderschönen guten Tag, liebe Frippa-Freunde! Dämlichste Begrüßung meines Lebens. Willkommen zu einem neuen Video. Es ist Sonntag, 13.30 Uhr. Naja, das Video ist zwar wahrscheinlich zu spät, aber egal. Heute mal ein bisschen was anderes, denn ich bemerke in letzter Zeit, dass bei meinem Format dein Trick, das kennt ihr ja alle, ne, eure Tricks, ich stelle die vor, blablabla, dass es immer wieder passiert, dass Leute ihre Erklärungen von ihren Kanälen einfach löschen oder auf privat stellen. Dann sind die Performances auf meinem Channel, aber die Erklärung ist nicht mehr online. Und ihr wollt dann aber natürlich sehen, wie der Trick jetzt funktioniert hat und so weiter. Deswegen dachte ich mir, mache ich das jetzt nach und nach, dass ich so langsam mit der Zeit die ganzen Erklärungen, die jetzt gelöscht wurden, weil traurigerweise ihr euch doch geschämt habt. Keine Ahnung. Was euch peinlich oder woran lag's? Auf jeden Fall will ich jetzt nach und nach die Erklärungen nachholen und die selber machen. Heute geht's um den Zaubertrick Finding the Queen. Das Ganze habe ich dieses Jahr. Das Ganze ging am 10. Mai dieses Jahres online. Das war ein Trick von X the Magician und er hat seine Erklärung halt auch privat gestellt. Warum auch immer. Warum machst du sowas? Auf jeden Fall erkläre ich euch deswegen jetzt, wie das Ganze funktioniert. Performen muss ich diesen Trick ja nicht nochmal. Das habe ich ja schon gemacht. Bevor du jetzt also diese Erklärung schaust, empfehle ich dir, schau dir unbedingt erst die Performance an, denn sonst verstehst du überhaupt nicht, worum es hier geht. Deswegen für die Performance klick dich am besten in den ersten Link in der Videobeschreibung oder hier oben in der Anmerkung. Schau dir erst die Performance an und komm dann wieder hier hin, denn dann verstehst du überhaupt, was das Ganze hier soll. Und jetzt erkläre ich euch den Trick Finding the Queen. Zum Üben dieses Tricks empfehle ich euch, schnappt euch wirklich diese drei Karten oder andere drei Karten. Auf jeden Fall nehmt euch jetzt drei Karten in der Hand und übt diesen Trick mit mir zusammen ein, während ich euch die Anleitung dazu gebe. Würde ich euch empfehlen, denn das ist dann wirklich ganz einfach. Ich mach's ganz langsam und dann geht das klar. Ich würde diesem Trick auf der Schwierigkeitsskala, ja, 3 von 10 Punkten geben. Also der ist wirklich ganz, ganz einfach zu machen eigentlich. Braucht nicht großartig Fingerfertigkeit. Legen wik also los. Für diesen Trick brauchen wir das Pik Ass, einen Joker und die Karo Dame. Und das ist so auch die Ausgangsposition. Obendrauf kommt das Pik Ass. An zweiter Stelle der Joker und ganz unten die Karo-Dame. Und das Ziel des Zuschauers ist es ja, wie ihr in der Performance gesehen habt, die Karo-Dame zu finden. Wie stellen wir die Karten jetzt erst einmal vor? Wir fangen an damit, dass wir sagen, hallo lieber Zuschauer, ich habe dir hier drei Karten vorbereitet. Ihr fächert die drei Karten aus und immer wenn wir das machen, nutzen wir die Gelegenheit, um uns einen Pinky Break über der Dame zu holen. Ja, wir fächern die Karten aus, schieben hier unseren kleinen Finger zwischen und legen die oberen beiden Karten auf den kleinen Finger, sodass wir hier einen Pinky Break haben. Aber ganz klein, sodass es von oben nicht sichtbar wird. Wir fächern die aus, kleiner Finger dazwischen. So, jetzt habe ich hier einen kleinen Pinky Break. Das tun wir jetzt, damit wir in diesen Break reingreifen können und den Joker, der an zweiter Stelle ist, verkaufen können, so als wäre er gerade ganz oben. Ja, wir sagen also, ich habe einen Joker, drehen beide Karten wieder um, nehmen uns die zweite Karte, drehen die so einfach mit der obersten Karte zum Beispiel um so, sagen, zack, ich habe einen zweiten Joker, was natürlich jetzt dieselbe Karte ist, die ihr gerade gezeigt habt, zack, und sagt, und ich habe eine Dame und die Dame zeigt ihr am besten so, dass ihr die Karte so in der linken Hand haltet und jetzt mit dem Zeigefinger hier drunter greift, so, und mit den anderen drei Fingern so die Karte hier rausschiebt. Das hier ist ein cooler Griff, um die Karte zu zeigen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Übt das, das sieht echt cool aus. Hier Zeigefinger rein, hier die anderen drei. So die Karte zeigen. Zack. Wir zeigen also, wir haben einen Joker, was ja ein Double Lift war. Wir haben einen zweiten Joker. Und wir haben die Karo-Dame. So, jetzt habt ihr die Karo-Dame in dieser Position, könnt hier also den linken Daumen frei benutzen und sagt jetzt, okay, was wir mit den beiden Jokern also machen. Und währenddessen zeigt ihr den Joker. Und jetzt holt ihr euch mit dem Daumen, ihr zeigt die untere Karte, holt euch mit dem Daumen aber die obere Karte und zeigt die untere ein zweites Mal. Wenn ihr das aber ganz normal flüssig macht, sieht es wirklich so aus, als würdet ihr beide Karten zeigen, obwohl ihr zweimal dieselbe gezeigt habt. Joker 1, Joker 2. Es wirkt wirklich so, als hättet ihr zwei Karten gezeigt, aber eigentlich habt ihr nur den Joker zweimal gezeigt. Und jetzt habt ihr hier die Dame in diesem Sondergriff, nehmt sie und sagt, okay, ihr müsst die Dame verfolgen. Ihr legt die Dame oben drauf und jetzt geht ihr in diesen Griff, ich glaube, der heißt Biddle Grip, weiß das nicht so genau, aber diesen Griff hier werdet ihr jetzt öfter benutzen in diesem Trick. Ihr haltet die Karten so in diesen Griff und zieht euch dann mit dem Daumen der linken Hand und mit den anderen Fingern der linken Hand die obere und untere Karte, die haltet ihr fest und zieht im Prinzip die mittlere Karte hier raus, ja? Und sagt währenddessen, okay, ich bringe die Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Zack. Und dann zählt ihr alle drei Karten ab und zählt ihr alle drei Karten nochmal ab. Das heißt, ihr habt die Reihenfolge eigentlich nicht verändert, aber es sieht so ein bisschen so aus, als würdet ihr so wie wild die Reihenfolge der Karten verändern. Tut ihr natürlich nicht, aber es wirkt dann authentischer. So, ich würde sagen, wir gehen noch einmal auf Start. Ass, Joker, Dame. Wir sagen, wir hatten drei Karten am Start. Pinky Break geholt. Double Lift. Erster Joker, zweiter Joker. Und wir sagen, wir hätten die Dame, die wir mit diesem coolen Griff zeigen. Wir sagen, okay, was wir mit den anderen beiden Jokern machen, ist, Dame kommt oben drauf. Ihr sagt, wir bringen die Reihenfolge eben einmal kurz durcheinander. Ziehen die mittlere Karte hier raus, aber macht das dann natürlich bündig, sodass man das nicht unbedingt sieht, dass es die mittlere ist. Zack. Zählt zwei Karten ab.
zählt nochmal zwei Karten ab. Jetzt sind wir in dieser Reihenfolge hier. Da sind wir jetzt angekommen und da machen wir jetzt schön weiter. Ihr sagt jetzt, okay, ihr sollt die Dame verfolgen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen schwer für euch, also helfe ich euch. Und während ihr das sagt, könnt ihr die Karten wieder auffächern und euch wieder einen Pinky Break über der untersten Karte holen. Damit wir einen Double Lift machen können, wenn ihr den aber so schafft, macht ihn so. Ich würde es aber für Anfänger auffächern, Pinky Break holen und dann einen Double Lift machen. So, wir sagen jetzt also, wir helfen dem Zuschauer, machen einen Double Lift und zeigen die Dame und sagen, die Dame ist also oben drauf. Double Lift zurück, nehmen uns die oberste Karte, die jetzt aber der Joker ist, und tun die nach unten und sagen, ich lege die Dame nach unten. So, jetzt denkt der Zuschauer also, die Dame befindet sich unten, eigentlich liegt sie aber oben drauf. Jetzt kommt die Enthüllung. Wo ist also die Dame? Zuschauer wird sagen, ja, natürlich unten. Dann sagt ihr, tja, die ist aber leider nicht unten, unten ist der Joker. Und jetzt wollen wir den Zuschauer weismachen, wir hätten plötzlich drei Joker in der Hand. Wie machen wir das? Wir sagen, unten ist der Joker. Jetzt schieben wir die oberste Karte zu uns mit dem Zeigefinger, schieben die mittlere Karte und die oberste Karte zusammen, so nach oben. Ja, noch einmal, oberste Karte zu uns. Die beiden Karten wieder hoch, sodass die unterste Karte jetzt mit der obersten Karte bündig ist. Und das machen wir dann relativ schnell. Wir sagen also, unten ist ein Joker. Zack, zack. Greifen jetzt im Prinzip die oberste Karte mit der untersten Karte zusammen und verkaufen es, als wäre es eine Karte. Also im Endeffekt machen wir einfach nur das hier, dass wir die mittlere Karte wegziehen. Aber in einem Move, der den Zuschauer eher verwirrt. Zack, wir haben hier jetzt also zwei Karten, tun aber so, als wäre es eine und sagen, obendrauf liegt auch ein Joker. Und jetzt liegt in der Mitte auch ein Joker. Wir haben den Zuschauer also jetzt weiß gemacht, wir hätten drei Joker in der Hand, legen jetzt diesen Joker wieder nach unten, damit wir jetzt wieder mit diesem Move hier, den wir kennen, diesen Middle Grip oder wie er heißt, haben eins, zwei, drei Joker. Jetzt wird der Zuschauer merken, okay, irgendwie wurden hier nicht alle drei Karten gezeigt. Das hat der Zuschauer jetzt verstanden. Und genau das nehmen wir jetzt auf die Schippe und sagen, okay, liebe Leute, ich habe euch reingelegt. Natürlich befindet sich unten die Dame. Ihr macht wieder diesen Griff hier, diesen Move, zack. Sodass ihr jetzt sagen könnt, obendrauf liegt auch die Dame, obwohl ihr natürlich eigentlich die oberste Karte runtergeschoben habt, mittlere und oberste hoch. Und jetzt befindet sich ja die unterste Karte mit der obersten Karte. Die liegen jetzt bündig übereinander. Wir ziehen die raus und sagen, als wäre es eine Karte. Dabei ist es natürlich die unterste, die wir zeigen. Wir sagen, obendrauf liegt jetzt auch die Dame. Zack. Und in der Mitte liegt jetzt auch die Dame. Und jetzt ist der Trick eigentlich schon vorbei. Wir legen die Dame nach unten, sagen, okay, das war jetzt total billig. Nach dem zweiten Mal habt ihr es natürlich verstanden. Drehen die oberste Karte um und sagen, hier ist der Joker, hier ist die Dame. Das heißt, in der Mitte. Und hier erwartet der Zuschauer jetzt natürlich den zweiten Joker. Denn er hat die ganze Zeit zwei Joker und eine Dame gesehen. Und jetzt kommt die allergrößte Enthüllung dieses Tricks, nämlich das Pik Ass, das sich plötzlich in eurer Hand befindet. Und wenn ihr wollt, gehen wir das Ganze jetzt noch einmal durch. Schnappt euch die Karten und geht das nochmal mit mir durch. Wenn ihr nicht wollt, dann blende ich euch hier jetzt eine Anmerkung ein, dass ihr das jetzt skippen könnt und direkt zum Schlusswort kommen könnt. Aber wenn ihr Bock habt, gehen wir den Trick noch einmal durch. Startreihenfolge oben Pik Ass, dann Joker, dann Dame. Habt ihr es? Sehr gut. Wir fächern die drei Karten auf, sagen, wir haben drei Karten, holen uns einen Pinky Break, Double Lift und sagen, ein Joker oben drauf. Zack. Drehen die mittlere Karte um, ein Joker in der Mitte. Und jetzt in diesem coolen Move hier die Karo-Dame ganz unten. Wir bringen die Joker übereinander, sagen, wir hätten eins, zwei Joker. So, Dame kommt oben drauf. Wir packen unten und oben die Karten und ziehen uns die mittlere Karte hier raus, legen die mittlere oben drauf und zählen einmal die Karten so ab, ohne die Reihenfolge eigentlich durcheinander zu bringen. Und sagen jetzt, wo ist die Dame? Fächern die dabei die Karten aus, holen uns wieder den Pinky Break. Sagen, das war jetzt vielleicht schwer für dich zu verfolgen. Wir zeigen dir also, die Dame befände sich oben drauf. Dabei habt ihr den Double Lift gemacht, ja. Ihr dreht die Dame wieder um und tut die Dame unten hin. Dabei ist es eigentlich der Joker und sagt, wo ist die Dame, die ich gerade nach unten getan habe? Wo ist sie? Zuschauer wird sagen, unten. Ihr sagt, Edge, Badge, unten ist der Joker. Jetzt schiebt ihr die oberste Karte runter, schiebt die beiden Karten wieder hoch, packen diese beiden Karten, als wäre es eine und sagen, oben drauf liegt ebenfalls ein Joker. Fächern die Karten aus und sagen, in der Mitte liegt ebenfalls ein Joker. Legen diesen Joker nach unten und sagen, wir haben also eins, oberste Karte wegziehen, zwei, oberste Karte wegziehen, drei Joker. Dann sagt ihr Edge Badge reingelegt, unten befindet sich die Dame. Wieder dieser Move hier, zack. Nehmt die unterste und oberste Karte als erst eine. Oben drauf befindet sich jetzt aber auch die Dame. Fächert die Karten aus und sagt, in der Mitte ist auch die Dame. Bringt die Dame nach unten und sagt, okay, ihr habt es natürlich durchschaut. Hier haben wir die Dame, hier haben wir den einen Joker und hier demnach. Zack, Enthüllung, Pik Ass. Macht das schön langsam. Lasst dem Zuschauer Zeit, sagt, okay, und hier haben wir das.
Pegasus, what? Und das war dieser ganze Trick Finding the Queen. So viel zu diesem Trick. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt gefallen. Ich hoffe, ihr habt die Erklärung verstanden. Wenn dem so ist und ihr findet das gut, dass ich diese Tricks jetzt erkläre, wo die Erklärungen fehlen, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid, dass das Ganze auf jeden Fall Früchte trägt. Würdet mich sehr unterstützen damit. Ohne Spaß, Leute, ich habe, ohne das zu merken, das habe ich irgendwie vor 2-3 Tagen, habe ich das überhaupt erst festgestellt, habe ich mir aus Versehen eine No Shave November gegönnt. So, ich habe mich wirklich den ganzen November über nicht rasiert hier. Nicht, erkennt man das hier? Alter, das ist so lang geworden. Hier, schau dir das an, es ist so lang geworden. Vor allem sieht das Gestrüpp hier mittlerweile wieder kürzer aus als vor einer Woche, weil die mittlerweile so lang sind, dass sie sich so einkräuseln. Was geht? Ich hätte es mir ja jetzt eigentlich abrasiert, aber ich habe gemerkt, okay, jetzt habe ich aus Versehen No Shave November gemacht, jetzt muss ich es auch durchziehen. Ne? Also übermorgen kommt dann das ganze Zeug hier weg. Da habe ich wieder so eine Frisur in der Hand. Okay, das ist so mega off-topic. Wenn ich schon mega off-topic bin hier, dann kann ich ja auch eben ein paar Leute grüßen, die danach gefragt haben. Ich werde jetzt leider nicht an jeden denken können, aber ich habe mir auf jeden Fall von den meisten, glaube ich, Screenshots gemacht auf dem Handy, die mir das irgendwie bei Snapchat oder Instagram oder so mal gefragt haben. Öffne dich. So. So, ich grüße auf jeden Fall Luca. Luca, Hashtag, Doppelpunkt. Dann, wer ist das hier? Dann wurde mir hier ein richtig witziges Bild geschickt von YouTube-4-Live- auf Instagram. Grüße an dich. Was haben wir noch hier Schönes? Dann Justin Kersting und Hüssi Kersting. Grüße an euch. Ich glaube, das war's soweit. Ja, das war's soweit. Das waren auf jeden Fall alle, die ich auf dem Handy habe. Es haben mich noch 1000 mehr Leute gefragt, aber ich habe es halt nicht alles auf dem Schirm. Das sage ich aber auch dann immer wieder. Wenn mich 1000 Leute fragen, kannst du mich grüßen. Dann kann ich natürlich nicht alle 1000 grüßen. So, ne? Deswegen nur die, an die ich jetzt so, die ich im Handy gespeichert hatte, gerade zufällig. So, sonst noch was ich jetzt hier so labern kann, um noch mehr Zeit totzuschlagen hier unnötigerweise. Ja, wo ich jetzt schon bei Dein Trick bin, das ganze Video über. Natürlich wird Dein Trick die nächste Staffel auch kommen. Die Woche mache ich die Ankündigung. Ich hoffe, mit dem Postfach, das hat jetzt auch endgültig geklappt hier. Oh, was ist das denn hier? Das wurde mir auf jeden Fall von meiner Schwester gemalt. Was geht bei ihr? Ich hoffe, man erkennt das vom ISO-Wert her. Also steche ich das ein bisschen runter hier. Vielleicht, ja. Ich hoffe, man erkennt's. Ist auf jeden Fall sehr originalgetreu. Und so, also ich habe auch schon im Postfach einiges an Bildern für euch gekriegt. Unboxing-Video dazu kommt dann. Ich sammle noch ein bisschen Material dafür sozusagen. Und dann kommt auch das Unboxing-Video dazu. So, ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Advent. Ich wurde gefragt, ob ich sowas wie einen Adventskalender machen kann, dass ich jeden Tag ein Video hochlade, ein kleines. Wollt ihr das? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Aber macht euch gefasst, das wird qualitativ nicht sehr hochwertig. Aber ich kann es mal versuchen oder so. Oder jetzt für die weiteren Adventssonntage, die ein bisschen adventlicher machen. Irgendwie so. Kann ich mir mal überlegen. Jetzt heute hat es nicht mehr geklappt, aber vielleicht ab nächster Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Advent. Lasst euch so ein bisschen besinnen und so ein bisschen zur Ruhe kommen vor Weihnachten. Ich katapultiere mich jetzt rüber in meine Endcard. Zu meiner linken Seite könnt ihr euch reinklicken für mein letztes Video. Das war meine letzte Rätselstunde. Ihr musstet da den König überlisten, damit ihr euch nicht köpft. Ihr könnt ja mal reinschauen. Unten links von mir verlinke ich euch ein Tutorial dazu, wie ihr Karten aus der Luft zaubern könnt. Schaut euch das einfach an, ist der absolute Hammer. Wir sehen uns in einem der beiden Videos oder am Mittwoch um 14 Uhr zum nächsten Video. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Lifehacks im Test wäre dran. Das heißt, das wird wahrscheinlich wieder irgendeine Challenge werden oder so. Vielleicht mit meinem Bruder, vielleicht mit meinen Geschwistern. Wer weiß. Ihr könnt mir ja Challenge-Vorschläge in den Kommentaren hinterlassen. Vielleicht nehme ich was davon. Wir sehen uns auf jeden Fall dann. Bis dahin und tschüss.